600 Parlamentarier aus 73 Ländern haben am 20. September einen offenen Brief veröffentlicht, in welchem die USA aufgefordert werden, Kuba von der Liste der staatlichen Förderer des Terrorismus zu streichen. Die Listung hat massive Auswirkungen auf die Versorgung der Zivilbevölkerung der Länder, die dort aufgeführt werden, von allen relevanten Finanztransaktionen ausgeschlossen sind. Diese Listung geschah in den letzten Tagen der Trump-Administration, aber Biden hat das auch nicht geändert. Da würde mich interessieren, sieht denn die Bundesregierung die Listung Kubas durch den US-Partner als Staatssponsor des Terrorismus als gerechtfertigt an? Die Bundesregierung setzt sich mit ihren EU-Partnern dafür ein, dass Kuba von der Liste der staatlichen Terrorunterstützer gestrichen wird. Das wäre ein wichtiger Schritt auch zur Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Lage in Kuba. Nachfrage dazu? Ja, nach Ansicht von UN-Experten werden mit der Listung, ich zitiere kurz, grundlegende Menschenrechte einschließlich des Rechts auf Nahrung, des Rechts auf Gesundheit, des Rechts auf Bildung, der wirtschaftlichen und sozialen Rechte unterminiert. Teilt denn die Bundesregierung diese Einschätzung der UN-Experten? Ich finde, das ist jetzt letztlich ehrlich gesagt eine Wiederholung von der Frage, die Sie mir da vorgestellt haben. Ich habe ja gerade gesagt, wie wir zu dieser Terrorlistung durch die USA stehen. Ja gut, Menschenrechtsverletzungen hatten Sie ja noch nicht angesprochen, aber dann teilen Sie das auch. Naja, es gibt vor allen Dingen auch Menschenrechtsverletzungen des kubanischen Regimes gegen seine eigene Bevölkerung, aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Das wäre ein anderes Thema.